Der Ginseng und seine Inhaltsstoffe. Der Ginseng ist eine in koreanischen, chinesischen und sibirischen Berg- und Waldregionen vorkommende 30 bis 60 cm hohe Pflanze. In diesen Regionen wird Ginseng seit Jahrtausenden als Heilpflanze eingesetzt. Die Ginseng radix ist eine Pflanzendroge, die von der Wurzel des Ginseng 6 bis 7 Jahre nach der Kultivierung der Pflanze durch das Herausreißen der Pflanze meist Mitte September gewonnen wird. Es gibt die rote Ginsengwurzel und die weiße. Beide stammen von der gleichen Pflanze ab. Durch die Verarbeitung kommt es zu diesen beiden Erscheinungsformen der Droge. Die Verarbeitung des Ginseng ist regional verschieden. Weißer Ginseng wird durch eine Trocknung in der Sonne gewonnen. Der geschälte Ginseng wird in der Sonne gebleicht und verliert seinen erdigen Korkmantel. Industriell kann weißer Ginseng auch durch Bleichung mit Schwefeldioxid hergestellt werden. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der rote Ginseng mit Wasserdampf behandelt. Dann erfolgt eine Trocknung in der Sonne oder der Ginseng wird geröstet. Durch die hohe Temperatur bei der Dünstung findet eine Maillard-Reaktion statt, die zur Veränderung des Inhaltsstoffprofils der Droge und zur Rotfärbung der Wurzel führt. Zu den Inhaltsstoffen. Als wirksame Inhaltsstoffe findet man die Ginsenoside. Innerhalb des Inhaltsstoffprofils machen diese Stoffe in der getrockneten Wurzel 2 bis 3% aus. Daneben finden sich Polysaccharide wie zum Beispiel Panaxane und Ginsenane, Polyacetylene, ätherisches Öl, als auch phenolische Verbindungen und primäre Naturstoffe. Ginsenoside sind die Glykoside des Protopanaxadiols, wie zum Beispiel RB1, RB2, RC und RD, des Protopanaxatriols wie RE, RF und RG und der Oleansäure wie RO, also Triterpenaglykone mit jeweils 30 C-Atomen. Diese sind mit einem bis zu mehreren Zuckerteilen an R1 und R2 glykosyliert. In der Ginsengwurzel konnten bisher bis zu 150 verschiedene Ginsenoside isoliert werden. Den höchsten Ginsenosidanteil besitzen die Blätter und die Wurzelhaare mit 5 bis 6% Gesamtginsenosidanteil. Die Hauptwurzel, die meist als Droge verkauft wird, besitzt lediglich einen Anteil von ca. 1,3%. Nach europäischem Arzneibuch muss die Pflanzendroge mindestens 0,4% Ginsenosidanteil aufweisen. Zur Analyse wird nur die Hauptwurzel verwendet. Die Biosynthese. Bei der Biosynthese muss man zwischen den Ginsenosiden des Damarendiol-Typs und denen des Oleanan-Typs unterscheiden. Beide starten von Squalen, welches zu 2,3-Squalenoxid epoxidiert wird. Die dargestellte Biosynthese geht von der Bildung der Ginsenoside aus 2,3-Squalenoxid aus. Squalenoxid ist ein Triterpenoid, dessen Biosynthese gleich die der Terpene ist. Ähnlich des Aufbaus des Steroide zyklisiert 2,3-Squalenoxid in einer einzigartigen Reaktion zu einem Damarendiol-Kation. Dieses wird dann durch Wasseranlagerung zu Damarendiol 2. Die Biosynthese von Beta-Amyrin dagegen ist komplexer. 2,3-Squalenoxid wird ebenfalls zyklisiert und Beta-Amyrin wird durch nachfolgende Umlagerungsreaktionen gebildet. Beide Reaktionen sind enzymatisch gesteuert. Das bedeutet, dass je nach Enzymkatalyse aus Squalenoxid entweder Damarendiol 2 oder Beta-Amyrin entsteht und natürlich noch weitere Produkte wie Phytosterole. Die Aglykon-Synthese geht von den Vorstufen Damarendiol 2 und Beta-Amyrin aus. Aus Damarendiol wird in einem Schritt durch Oxidierung mithilfe von Cytochrom P450 das Aglykon Protopanaxadiol gewonnen, welches in einem weiteren Schritt durch das gleiche Enzym zu Protopanaxatriol umgewandelt werden kann. Bei der Biosynthese des dritten Aglykons Oleanolsäure wird Beta-Amyrin in wenigen Schritten oxidiert. Die Oleanolsäure ist in vielen anderen Pflanzen, wie zum Beispiel Salbei, ebenfalls als Saponin gespeichert. Die Glykosidierung der Aglykone
geschieht durch die Glycosyltransferase und einen aktivierten Zuckerrest. Durch die verschiedene Glycosylierung der Aglykone entsteht die Vielzahl der Ginsenoside. Die Verarbeitung der Ginsengwurzel beeinflusst die Inhaltsstoffe. Sowohl weißer als auch roter Ginseng besitzt jeweils eine Reihe von charakteristischen Ginsenosiden. So findet man in weißen Ginseng Malonylginsenoside, die in roten Ginseng aufgrund der Abspaltung des Malonylrestes nicht mehr zu finden sind. In roten Ginseng gibt es auf der anderen Seite andere Ginsenoside, wie zum Beispiel RH2 oder RS2, die für roten Ginseng charakteristisch sind. Die Arbeitsgruppe um Nan untersuchte die Abhängigkeit des Ginsenosidanteils mit der Dauer der Dünstung der Droge mit Wasserdampf. Die Tabelle zeigt einen Ausschnitt aus den Ergebnissen. Das Ginsenosid R0 bleibt konstant in seinem Gehalt. Der Gehalt an RB1 nimmt zu und der Gesamtgehalt nimmt durch das Dünsten ebenfalls zu. Eine andere Studie der Arbeitsgruppe und Tongji Wang kommt zu anderen Ergebnissen. Sie zeigte, dass durch das Dünsten mit Wasserdampf der Anteil einiger Ginsenoside bei amerikanischen Ginseng steigt, der Anteil anderer dagegen sinkt. Insgesamt verringert sich jedoch der Gesamtanteil durch diese Verarbeitungsmethode erheblich von ca. 8 auf 2,4%. Die Wirkung: Ginsengpräparate werden im westlichen Raum als Tonikum und zur Stärkung und Kräftigung bei Müdigkeits- und Schwächegefühl eingesetzt. Zudem wird es als Mittel bei nachlassender Konzentrationsfähigkeit angepriesen. Die Inhaltsstoffe haben daneben eine Reihe von Wirkungen auf zellulare Ebene und auf die Regulation von Körperfunktionen. So sind antioxidative, zytotoxische, aber auch zytoprotektive Wirkungen der verschiedenen Inhaltsstoffe bekannt. Auch blutzuckersenkende und neuroprotektive Wirkungen sind untersucht worden. Durch die verschiedenen Verarbeitungsformen verändert sich auch die Wirkung des Ginseng. In einer Studie von 2006 berichtete die Arbeitsgruppe um Qishun Kang, dass vor allem sonnengetrockneter Ginseng einen erhöhten Anteil an Radikalfängern besitzt. Diese Wirkung wird, laut der Arbeitsgruppe, durch Maltol und seine Derivate erzielt, welche durch die Maillard-Reaktion entstehen. Durch die Verarbeitung kommt es ebenfalls zur Abspaltung der Zuckerreste der Ginsengoside. Dadurch können die Aglykone Protopanoxadiol und Triol freigesetzt werden, die sich zu Panoxadiol und Triol umsetzen. Im Jahr 2014 konnten In-vitro-Studien der Arbeitsgruppe um Hao Chen eine Hemmung von Hepatitis B-Viren durch Panoxadiol und Panoxatriol-Derivaten zeigen. Schlussfolgernd stellten sie fest, dass Panoxadiol-Derivate eine leichte Hemmung von Hepatitis B-Viren zeigen und daher für weitere Untersuchungen geeignet sein können. Das Naturstoff-Wiki findest du auf wiki.naturstoff.net. Folge dem Naturstoff-Wiki auch auf Facebook und Twitter und bekomme aktuelle Studien zu Naturstoffen aus der Wissenschaft sowie Updates im Wiki zeitnah angezeigt.